wir sind da in der Schneiderei Wimmer in Schlehdorf, einer unserer Wegbereiter von der Ökonomie der Menschlichkeit, und du bist der Vinzenz, in der 10. Generation Schneider im Familienbetrieb, und ja, du hast einmal so einen richtig coolen Anzug da hergezaubert, den du da für dich geschneidert hast. Hat sich gerade gut ergeben, weil wir gerade da aufnehmen in der Werkstatt, und die Hosen habe ich gestern fertig genäht und jetzt habe ich ihn halt gleich angezogen. Also, wie sie sehen. Und du hast jetzt gerade die Gesellenlehre fertig gemacht, oder? Mhm. Und ich habe gehört, du hast da einen Bus gekauft. Und ja. Was ist da die Geschichte dahinter? Genau, also das ist so ein großer Iveco. Wirklich eher größer, als man sich das vorstellen darf. Und da baue ich mir jetzt eben gerade, also ich habe mir jetzt am Montag vorgenommen, dass ich anfange zum Bauen, da bin ich wo eingemietet, und eigentlich sollte man zuerst viel planen und viel Plan haben, aber ich weiß von mir selber, ich muss mal wissen, jetzt geht's los, und gestern habe ich gar nicht wirklich gescheit schlafen können, sondern nur Ideen aufzeichnet, und auf einmal kommen die Ideen und jetzt baue ich eben um, und dann im Herbst, also über den Sommer will ich umbauen, und im Herbst will ich dann, bevor der Schnee kommt, will ich dann starten in südlichere Länder, da vorne ein bisschen in Österreich zu starten und so. Das wäre der Plan, und dann. Ja, und du willst da eine Schneiderei einbauen, oder? In den Bus? Genau, genau. Also der fahrende Schneider. Ja. Da, mir fallen auch immer wieder gute Namen ein, ich kann mich noch nicht entscheiden. Also das tapfere Schneiderlein liegt irgendwie auf der Hand. Mhm. Ja, voll. Also auf jeden Fall so möglichst frei zu sein und dass ich meine Ideen halt dann umsetzen kann und mich inspirieren lassen kann von. Was ich sehr spannend finde, das ist eine Trachtenschneiderei da jetzt. Mhm. Da bin ich aufgewachsen, das kenne ich sehr gut, unsere Trachten. Aber irgendwas ist mir abgegangen und mir kommt vor, es könnte sein vielleicht was Spannendes, so, weil Tracht ist wirklich ein spannendes Thema. Aber was ich da nur sehr spannend finde, es gibt in anderen Ländern auch Trachten. Mhm. Und die haben ganz andere Entstehungen. Und ich finde, ich will einfach einen Blick auf ein größeres Spektrum haben. Und da kommen dann die Ideen sicher von alleine. Du, und kannst du dir vorstellen, Europa zu verlassen und Richtung Afrika runterzureisen? Das ist der Plan. Also, ah, ja. Genau, also Afrika, da will ich hin. Also so Marokko ist mal so mein Sprungbrett nach Afrika. Und ja, alles Weitere muss dann eh am Weg entstehen. Also die Leute fragen dann oft nach Plänen, aber das entsteht, weil dort kennen sie Leute aus, dort kann ich Leute fragen nach dem Weg und was cool ist und so. Und da kriegt man auch viele gute Hinweise und so, aber halt, ja. Ja, und das passt ja schon wieder wunderbar zu deinem Sakko, das du da anhast, das so bunt ist, weil ich glaube, in Marokko, das ist berühmt für diese bunten Farben und für diesen Zauber der Farben. Ja. Und allein da hast du die Inspiration. Ja, ich glaube auch, dass ich mich da recht zu Hause fühle in Marokko. Voll. Ich bin ja auch Reisender und darum ist es so also schön, dir da zuzuschauen und dabei zu sein beim Start von deiner Reise. Und ich wünsche dir vom Herzen alles Gute. Danke. Und ja, Ökonomie der Menschlichkeit geht auf Reisen und zieht Richtung Afrika. Wir sind jetzt da zu Fuß unterwegs durch Österreich und du nimmst die Idee noch weiter und es geht in den nächsten Kontinent. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und eine wundervolle Reise. Danke. Und danke, dass du das Projekt mit uns teilst. Voll gern. Also es wird entstehen am Weg, wie du auch das so in der Art voll scheiß sagst. Und voll, was dabei rauskommt, sehen wir dann.